Nach 100 Wellen, nach 100 Jahren haben wir endlich guten Blue Eyes Support! Doch, halt, stopp, bevor dieses YouTube-Video weitergeht, möchte ich dir erzählen von meinem Papa. Da haben wir ihn endlich! Der Mann raubt die ganze Zeit Holzkern aus! Nein! Lebendig kriegt er mich nie! Schauen wir uns mal die Beute an, die er da gemacht hat. Also, wie es aussieht, sind das alles nur Uhren und Ringe und Armketten aus natürlichen Materialien wie Holz und Stein, aber auch Edelstahl und Perlmutt ist da mitunter verarbeitet. Richtig, richtig schicke Dinger, die er da hat. Da haben Sie recht. Und mit dem Code Niska kriegt er 10% Rabatt. Jetzt raubt den Laden aus. Da. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Niska hier. Es ist soweit, der Blue Eyes White Dragon oder der blauäugige weiße Drache mit eiskaltem Blick hat neuen Support bekommen und der ist tatsächlich gut. So manch einer sagt, das Deck hat nun Meta-Potenzial und dass, wenn das neue Structure Deck rauskommt, wo diese ganzen Karten angekündigt wurden, naja, dann soll das Deck vielleicht oben mitmischen. Doch ob es soweit ist oder nicht, finden wir jetzt gemeinsam raus. Was wurde denn angekündigt? Ah, Blue Eyes White Dragon hat nun endlich eine Karte bekommen, die sagt Negate. Das heißt, wir können da endlich mal etwas verändern. Natürlich, wir haben noch eine zweite Karte, wo theoretisch Negation drauf geprintet hat. Der große Nachteil ist, die Karte kostet aktuell 500 Euro. Und anscheinend mag Konami nicht, wenn arme Leute diese Karte spielen. Aber haltet ein, ich bin mir sehr, sehr sicher, bevor schon die ersten Leute schreiben, Niska, dieser Deckbild funktioniert nicht, weil ich kann mir Dragon Master Magier nicht leisten. Haltet ein, mein Freund. Ich bin mir absolut sicher, dass diese Karte einen Reprint erhalten wird in einer bezahlbaren Rarität. Man weiß nicht wann, man weiß nicht wie, man weiß nicht wieso, aber ich bin mir sicher, der wird kommen. Kopium. Gehen wir aber mal kurz drauf auf den Gameplan, was wir hier haben. Zuvor hat das Deck tatsächlich damals 2016 die Weltmeisterschaften gewonnen, wo wir einfach nur den Blue Eyes Spirit Dragon gehabt haben, der im Endeffekt dafür gemacht wurde, um die Meta zu kontern. Kein Pendeldeck der Welt konnte es mit ihm aufnehmen damals. Jetzt haben wir auch schon wieder einen perfekt angepassten Support für das Deck, der eventuell das Deck in die Meta reinkatapultieren könnte. Wir haben ein Link 1 Monster für das Deck bekommen und wir alle wissen, wie gut Link 1 Monster für das Spiel sind generell. Und wir haben tatsächlich jetzt neben Dragon Master Magier ein neues Synchro 12 Boss Monster bekommen, was wir easy rauscheaten können in den Deck, da die Karte Crimson Dragon aus irgendeinem Grund noch nicht auf der Banlist sitzt. Aber hey, solange die Karte nicht gebannt ist, nutzen wir sie doch aus, würde ich einfach mal sagen. Dazu haben wir dann im Endeffekt für das Main Deck im Endeffekt nochmal zwei weitere Monster bekommen, die wir verwenden werden. Einmal der Neo Kaiser Seahorse und dann haben wir natürlich noch die Maiden of White. Beides neue Editions für das Lineup und dann haben wir natürlich noch zwei Broken Spells dazu bekommen. Und zwar haben wir einmal Prayers with Eyes of Blue und dann haben wir noch wunderbar den Sage with the Blue Eyed Dragon. Keine Sorge, wir gehen gleich auf die Karteneffekte genau ein und auf das Deckprofile. Aber bevor wir weitergehen in das Profile an sich, Kinas, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt mit Deckprofiles, haut es mir unten in die Kommentare, es würde mich riesig freuen und lasst doch ein Like und ein Abo da, auch das würde mich massiv motivieren, für euch neue Inhalte zu erstellen. Und ich würde sagen, mit den Worten gehen wir auch schon direkt ins Deckprofile. Gehen wir mal kurz auf die Deckliste an sich ein. Und zwar spielen wir zweimal Blue Eyes White Dragon. Dann haben wir als nächstes Deep of Blue Eyes. Wenn diese Karte spezial besprochen wird, können wir uns einen Ritualzauber oder einen Polymerisationsspell suchen. Das ist tatsächlich nicht das, wofür wir diese Karte verwenden werden, sondern in der Endphase können wir uns ein Level 8 oder höher Drachenmonster von unserem Deck auf die Hand enden. Und zu 99% holen wir uns damit Chaos Max Drachen, das seht ihr dann nachher in den Replays warum. Dann haben wir hier als neue Inklusion den neuen Neo Kaiser Seahorse, der es nun auch in das Deck reingeschafft hat. So, und zwar sein Effekt, wenn du einen Blue Eyes White Dragon kontrollierst, kannst du ihn aus deiner Hand spezial beschwören und du kannst einmal pro Turn ein Level 1 Lichttuner auf deiner Spielfeldseite targeten bzw. wählen. Und dann kannst du sein Level um 1 erhöhen oder verniedrigen im Endeffekt. Und dann hat das Ding noch den Effekt, wenn diese Karte vom Feld auf den Friedhof gesendet wird, kannst du ein Blue Eyes Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Dann haben wir als nächstes natürlich hier ein paar Handtraps, Ash Blossom, Ghost Spawner, gefolgt von Ghost Ogre. Das sind alles irgendwelche Handtraps, die ich reingeworfen habe. Bitte kopiert diese nicht nach, die sind einfach nur als Filler drin. Also, wenn ihr für das Format meint, ihr irgendwelche passenden Karten reinzuwerfen, nehmt die stattdessen. Ich habe einfach nur irgendwas reingeworfen. Dann haben wir natürlich auch noch als nächstes The White Stone of the Ancients mit drin. Und zwar
Einmal pro Spielzug während der Endphase, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, kannst du ein Blue-Eyes-Monster aus deinem Deck spezial beschwören. One-Off, Master with the Blue-Eyes. Das Ding hat nämlich den Effekt, wenn diese Karte normal beschworen wird, du kannst einen Level 1 Licht-Tuner von deinem Friedhof auf deine Hand wieder hinzufügen. Und dann hast du noch den Friedhofseffekt, du kannst eine Karte von ihr auf dem Feld wählen, du kannst sie auf den Friedhof senden, dann tut sie sich selber wieder zurückschaffeln und dann kannst du ein Blue-Eyes-Monster von deinem Friedhof spezial beschwören. Ein anderes von dem, was du gerade gesendet hast. Aber darum spielen wir die Karte tatsächlich. Dann haben wir noch dreimal Sage with Eyes of Blue. Spiel mehr. Und zwar, wenn diese Karte normal beschworen ist, du kannst ein Level 1 Lichttuner von einem Deck deiner Hand hinzufügen. Und dann hat das Ding noch einen Effekt. Du kannst diese Karte abwerfen und ein Effektmonster, das du kontrollierst, wählen. Und das kannst du dann zum Friedhof senden. Dann kannst du ein Blue-Eyes-Monster von deinem Deck spezial beschwören. Dann haben wir hier noch als neueste Inklusion hier in den Deck Maiden of White. Das Ding hat den Effekt, du kannst diese Karte abwerfen, dann kannst du dir eine True Light offen aus dem Deck aktivieren und wenn ein Blue-Eyes-Monster spezial beschworen wird, wenn sie im Friedhof liegt, kannst du sie auch Monster reborn basically, also dann beschwört sie sich selbst wieder aus dem Friedhof. Dann natürlich die eine Kopie Chaos Max, haben wir schon gesagt, was man dann im Nachhinein für Fusion Plays verwenden. Als nächstes spielen wir noch die eine Kopie Synchro Rumble, die wir uns auf Crimson Dragon adden können. Und zwar sagt das Ding im Endeffekt nichts anderes, außer du kannst einen Tuner wiederbeleben. Dann haben wir natürlich das One-Off-Bingo-Machine-Go, was im Endeffekt nur dafür da ist, um uns ein Blue-Eyes-Monster mehr oder weniger zu adden. Dann haben wir noch als neue Inklusion Prayers with Eyes of Blue, was ist auch neu angekündigt worden. Und zwar, du kannst eine Karte abwählen, du kannst ein Level 1 Lichttuner und eine Zauber- oder Fallenkarte mit Blue-Eyes White Dragon in deinem Deck wählen und sie beide deiner Hand hinzufügen. Und dann hat das Ding noch den Friedhofseffekt, wir können sie verbannen. Dann können wir einen Blue-Eyes White Dragon wählen, den wir auf dem Feld haben und dann können wir ein Monster aus unserem Extra-Deck an ihn ran equippen. Beziehungsweise du kannst dann ein Blue-Eyes-Monster an ihn ran equippen. Dann haben wir noch Saga with Blue-Eyed Dragon, wurde auch neu angekündigt. Und zwar sagt das Ding, Spezialbeschwörer, ein Blue-Eyes-Monster von deinem Deck, Friedhof oder aus deinem Banishment in die Verteidigungsposition. Du kannst aber nur Blue-Eyes-White Dragon damit spezial beschwören. Und dann kannst du diese Karte aus deinem Friedhof verbannen, um eine Fusion-Summon zu vollziehen. Dann natürlich Caught by the Grave Ultimate Fusion, das gibt uns nachher am Dragon Master Magier Access. Und dann haben wir natürlich Mausoleum of the White, das One-Off, was wir suchen können. Gehen wir kurz ins Extra-Deck. Als allererstes haben wir das Link-1-Monster. Und ich bin mir sicher, da kann nichts schief gehen, da Konami Link-1-Monster in der Regel sehr, sehr fair und balanced macht. Und zwar Spirit with Eyes of Blue braucht nur ein Level 4 oder niedriger Drache oder ein Spellcaster-Monster. Und ich sag's euch jetzt schon, diese Karte wird in Dragon Link Play sehen. Da wette ich tatsächlich 10 Twitch-Subs drauf. Und zwar hat das Ding den Effekt, wenn diese Karte beschworen wird, kannst du dir einmal Mausoleum of the White einmal aus dem Deck auf die Hand suchen. Und dann hat das Ding noch den Effekt, du kannst ihn selbst tributieren und dann kannst du noch im Endeffekt einen Blue-Eyes White Dragon aus deinem Friedhof wieder beschwören. Aber solange diese Karte auf dem Feld ist, bist du in Drachenmonster gelockt. Oh mein Gott, wie schlimm. Dann spielen wir eine SP Little Light, dann spielen wir natürlich dreimal Blue-Eyes Spirit Dragon. Ja, ne, Blue-Eyes-Karte hat man auch schon davor sehr oft gespielt. Das ist so ziemlich eines deiner Hauptdinge, weil das Ding hat basically keine Regularien, weil das Ding sagt einfach nur, du kannst diese Karte tributieren und dann kannst du halt ein, naja, Lichtdrache-Synchro-Monster von deinem Extra-Deck spezial beschwören und da spielen wir davon ein paar. Dann haben wir natürlich noch Dispater, kommt nicht so oft vor, aber da haben wir auch schon einen Lichtdrache-Synchro-Monster und zwar Crimson Dragon. Auf Beschwörung sucht man sich Kopie von Synchro-Rumble, damit man einen Tuner wiederbeleben kann und diese Karte ist komplett dumm. Ich habe keine Ahnung, warum diese Karte noch nicht auf der Bande sitzt, aber hey, Crimson Dragon wird schon bald draufgehen. Kopium. Als nächstes haben wir das neue Bossmonster Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon. Und zwar sagt das Ding im Endeffekt, dein Gegner kann keine Karten von seinem Friedhof verbannen, wenn diese Karte auf dem Feld ist, was toll ist. Ich liebe Floodgates. An alle meine Infernoid Brothers, ja, sucht euch ein anderes Deck leider. Dann haben wir noch den Effekt, und zwar Once per Turn, wenn eine Karte auf dem Feld aktiviert wird. Du kannst den Effekt negieren, beziehungsweise die Aktivierung negieren und diese Karte kriegt nochmal 1000 Angriff bis zur Endphase. Und wenn diese Karte zerstört ist bei Kampf- oder Karteneffekt, du kannst ein Lichtdrachenmonster von einem Friedhof beschwören. Super cool, nice. Dann übrigens, wir können auch Calamity da drin spielen, weil Fun ist toll. Und dann spielen wir natürlich Stardust Ziffer, Divine Dragon, gefolgt von Cosmic Blazer und natürlich Blue Eyes Ultimate Dragon und nicht zu vergessen Dragon Master Magia. Dragon Master Magia ist im Endeffekt nichts anderes außer ein dreifach Negate. Und zwar once per turn, du kannst eine Fallen, einen Zauber oder einen Monster-Effekt negieren. Und das ist im Endeffekt die Deckliste. Schauen wir uns mal die Replays an, was das Deck eigentlich kann.
Und das sind wir auch schon in der ersten Line. Das ist eine 1,5-Karten-Kombo. Das heißt, wir brauchen nur Prayers with Eyes of Blue und irgendeine Karte, die wir abwerfen können. Hier habe ich irgendeine Handtrap genommen. Von dem her, das könnte jede Karte sein. Als allererstes triggern wir Prayers, werfen unsere Karte ab, adden uns Sage und Saga. Dann normal summonen wir Sage, adden uns Maiden und die werfen auch direkt ab, um uns dann den True Light aus dem Deck direkt offen zu aktivieren. Als allererstes gehen wir mit Saga rein, Spezialen beschwören uns Blue Eyes, dann triggert die Maiden, weil Blue Eyes Spezial beschworen wurde, dürfen wir sie Rebornen. Und dann gehen wir in das Link 1 Monster Spirit. Spirit edit uns hier Mausoleum und dann gehen wir auch schon in den ersten Blue Eyes Spirit Dragon. Den taggen wir direkt aus für Crimson Dragon, adden uns Synchro Rumble und dann gehen wir auch für Spirit, taggen den aus, rebornen unser Blue Eyes Synchro Rumble, bringen uns den Tuner zurück. Mausoleum target Maiden hier und dann triggert halt auch schon Maiden, weil sie getarget wurde. Reborn unseren Sage und dann können wir auf Mausoleum nochmal den Blue Eyes reinmillen. Dann aktivieren wir die Trap und Reborn in Blue Eyes. Dann gehen wir in die nächsten beiden Blue Eyes Spirit Dragon. Da wir zwei Tuner hatten und zwei Blue Eyes auf dem Feld, haben wir nochmal zweimal Spirit Dragon. Den einen triggerten wir, um den Negate rauszuholen. Und dann wählen wir auch schon mit Crimson Dragon den neuen Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon. Holen uns dann einen Star, das Sephir Divine Dragon aus dem Extra Deck raus. Und naja, dann haben wir noch einen Blue Eyes Spirit Dragon, den wir im Gegnerturn triggern können, wenn wir Bock haben. Das heißt im Endeffekt, dieser Blue Eyes Spirit Dragon kann dann im Gegnerturn beispielsweise noch mal ein Negate sein oder ein Cosmic Blazer oder was auch immer. Gehen wir rein in Combo-Line Nummer 2 mit Neo-Kaiser Seahorse als unsere einzige Norm haben. Auch hier brauchen wir wieder eine Discard-Karte, darum haben wir hier irgendeine Handtrap und dann schauen wir einfach mal, wo wir hier rauskommen. Wir fangen an, wir Norm sammeln unseren Seepferdchen, dann gehen wir in eine Link 1, wir haben unseren Spirit Dragon und unser Seepferdchen-Trigger. Seepferdchen mit uns eine Kopie von Maiden und naja, Spirit edit uns hier Mausoleum. Als nächstes gehen wir für Mausoleum, wählen unser Link 1 Monster, melden uns eine Kopie von Blue Eyes. Dann triggern wir auch das Link 1 Monster Reborn in Blue Eyes, dann triggert Maiden, rebornt sich selbst und dann aktivieren wir Maiden auf dem Feld, setzt uns True Light, beziehungsweise aktiviert das True Light, tut uns dann hier nochmal Prayers adden und dann können wir auch schon Prayers eine Karte abwerfen und adden uns dann einmal Whitestone of the Ancients und Ultimate Fusion. Dann haben wir eine zweite Normal Summon durch Mausoleum und dann können wir auch schon direkt den Stein normeln. Dann haben wir jetzt gerade, wie ihr gerade gesehen habt, kurz Prayers im Friedhof aktiviert, unseren Blue Eyes gewählt, einen Blue Eyes Ultimate Dragon dran gehängt und dann haben wir hier Blue Eyes Ultimate Dragon beziehungsweise Blue Eyes White Dragon und den Stein in den ersten Spirit Dragon weggesynchrot. Dann gehen wir einfach nur kurz in Ultimate Fusion, setzen wir uns runter und in der Endphase tun wir als nächstes dann Deep of Blue Eyes aus dem Deck Spezial beschwören, dank dem Stein der Weisen mehr oder weniger. Dann in der Endphase trigger Deep of Blue Eyes und edit uns Blue Eyes Chaos Max Dragon. In der gegnerischen Main Phase können wir dann beispielsweise Chaining 1 Blue Eyes Spirit Dragon machen, Chaining 2 gehen wir rein mit Ultimate Fusion, dann haben wir einmal eine Kopie von Dragon Master Magi auf dem Feld, der für 3 Negates ist und dann haben wir noch einen Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon auf dem Feld. Und hier gehen wir auch schon in die dritte Combo-Line rein. Und zwar Maiden plus irgendeine Karte zum Abwerfen. Einfach nur wegen Prayers, weil wir nachher was abwerfen müssen dafür. Legen wir los. Wir gehen erstmal rein mit Maiden. Maiden holt uns True Light. True Light holt uns natürlich hier eine Kopie von Prayer. Wir triggern Prayer, werfen kurz irgendeine Karte ab, adden uns Sage und Ultimate Fusion. Sage addet uns nun das One-Off Master with Eyes of Blue und dann gehen wir auch schon in den guten Spirit Dragon. Holen uns kurz das Mausoleum, dann gehen wir mit Mausoleum, wählen wir unser eigenes Link 1 Monster, melden uns Blue Eyes, wir gehen 1, Link 1, triggern Special Blue Eyes zurück, dann triggert Maiden, tut sich selbst rebornen und Prayers hängt wieder den Ultimate Dragon vom Extra Deck an unseren blue-äugigen weißen Drachen dran. Soweit eigentlich auch schon Standard mittlerweile. Dann haben wir aber noch eine zweite Norm zusammen dank Mausoleum. Wir gehen rein für Master with Eyes of Blue, adden uns dann den guten Sage back und dann können wir auch schon in eine Synchro sammeln gehen mit dem guten Master of Blue Eyes plus Blue Eyes White Dragon. Und jetzt haben wir sogar den Hand-Effekt von Sage, damit wir noch den Trigger von der Maiden auf dem Feld erfüllen können. Als nächstes gehen wir rein mit Sage, wir wählen dann unsere Maiden, dann triggern Maiden, rebound als nächstes unseren Blue Eyes White Dragon und dann können wir noch einen Deep of Blue Eyes aus dem Deck beschwören. Na, sweet, ne? Dann gehen wir als nächstes für Blue Eyes Spirit Dragon, gehen wir für Crimson Dragon für Synchro Rumble, holt uns dann irgendeinen Tuner wieder, dann gehen wir wieder in den nächsten Spirit Dragon taggt sich hier aus für den Dicken, dann können wir auch mit Crimson Dragon für Stardust Sephir Dragon gehen und dann gehen wir wieder für Deep Blue Eyes, holt uns Chaos Max in der Endphase. Und im Gegner-Turn haben wir dann noch Ultimate Fusion und dann haben wir noch Chaos Magia plus den Negate plus Sephir Dragon auf dem Feld. Was ist mein Fazit zu Blue Eyes White Dragon jetzt nach dem neuen Structure Deck Support? Es sieht stabil aus.
Dragon Master Magier ist on paper eine unglaublich mächtige Karte mit drei Negates, aber wenn man mal drüber nachdenkt, du kannst ein Monster, eine Zauber und eine Falle negieren. Und going first, wenn du dann den Magier legst, der Fall Negate wird nicht so oft aufkommen, es sei denn, der Gegner versucht vielleicht mit einer unendlichen Unbeständigkeit, nur Infinite Impermanence, wie der normale Spieler sagt, eine Karte von dir zu negaten, ja, schön und gut, aber ansonsten wird der Trap Negate fast nie aufkommen. Alles in allem sieht das Deck für mich tatsächlich stabil aus auf einem Local Level, aber dass es jetzt Meta wird, kann ich mir tatsächlich nicht sonderlich vorstellen. Vielleicht habt ihr aber auch andere Anregungen. Vielleicht seht ihr das komplett anders. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wir sagen, mit den Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bye!